Vielen Dank. Ich möchte mal ganz kurz erwähnen, machen wir jetzt Musik oder kommt eine Rede? Wir machen jetzt Musik. Weil, also, wer macht denn Musik? Cerebellum, wenn er da ist, kann er sich schon mal in die Startlöcher geben. Cerebellum ist natürlich immer ein Highlight. Ich weiß nicht, ob er jetzt gerade ein bisschen was dabei hat, aber viele andere Künstler haben zum Beispiel CDs dabei mit ihren politischen Liedern und sowas. Und auch da wird nichts gezahlt, sondern die fahren mit ihrem Auto hier selber her, aus ganz Deutschland, wie auch immer. Also von daher, wenn ihr die Künstler unterstützen wollt, gibt es da hinten auch nochmal einen Stand mit T-Shirts und mit den musikalischen Produkten derjenigen welcher. Und du hast nichts bei, ne? Ich hab nichts bei. Ich mache heute keine Musik. Normal mache ich ja Musik mit meiner Band, aber ich habe gesagt, etwas muss ich tun, was wirklich Spaß macht. Ich blase heute. Wen? Und ich sag immer, ich kenne Leute, kenne ich. Kennst du? Kenn ich. Das ist Blasen für den Frieden. Herzlich willkommen, Leute. Man nennt mich die Stimme des Zorns. Manche nennen mich Sexist. Da guckt schon einer ganz skeptisch. Ja, mein Freund, ich weiß, ich bin manchmal ein bisschen unverschämt. Ich provoziere gerne, habe meine Band Paragraph 117 Lärmbelästigung wegen Ruhestörung gern dabei. Eben habe ich mit ein paar Leuten hinten im Block ein bisschen Rabatz gemacht, bin schon ein bisschen heiser. Werde also jetzt auch nichts musikalisch vortragen. Wie gesagt, ich mag das gern mit Band, die sind alle im Urlaub. Aber ich habe mir so über zwei Themen Gedanken gemacht. Ich bin ja immer im Auto, wenn ich von Mainz hier in 4,5 Stunden hochfahre. Nach Berlin, heute lief es super durch, höre ich ja auch immer unsere ganzen Sender, unsere Schalali, Schalala, Schalalo Sender. Und dann kam ich irgendwie auf MDR Info, ich habe auch Radio Fritz gehört, da waren die Hits von Radio Fritz. Wir haben nachher einen ehemaligen Moderator von Radio Fritz hier noch auf der Bühne. Und habe ich verstanden, warum er diesen Sender verlassen hat, weil es ist wie bei allen anderen Sendern nur das Beste von gestern, heute und morgen. Alle Hits am Stück. Das Beste der 80er, 90er, 2000er und von gestern. Deswegen gut, da wegzugehen. Ich habe dann gehört auf MDR Info, als ich da durch die Gegend gefahren bin, Leipzig und so weiter, gab es zwei Themen, die mich sehr geärgert haben. Ich muss jetzt einmal als Ostdeutscher sprechen. Ich bin ein altes Ostbrot, ein Ossi, der 1989 auf der Demo war. In Stralsund haben wir demonstriert, in Uniform, da war ich im Grundwehrdienst und habe in Uniform mich in die Menschenkette durch den Osten gestellt. Das war damals Hochverrat. Wenn die Mauer nicht gefallen wäre, das war im Oktober 89, wäre ich in Schwedt und Bautzen gelandet. Mein Studienplatz wurde direkt gestrichen mit 19 Jahren in Dresden. Also ich habe meine Eier schon damals zu Markte getragen, das macht irgendwie Spaß. Jetzt muss ich aber eins sagen, was eben traurig ist. Ich höre natürlich die Sachen mit den Flüchtlingen. Ich höre die Geschichten auch im Osten Deutschlands, gerade in Sachsen, die damals so toll auf die Straße gingen für eine bessere Welt, für ein besseres Leben. Das muss ich eben auch ganz klar sagen. In Dresden, Leipzig und in der DDR gingen wir auch für ein besseres Leben, für mehr Wohlstand auf die Straße. Wir wollten eben auch mal den Mercedes fahren, was man heute anders sieht in meiner Position. Wir wollten auch mal die coolen Jeans, die coolen Klamotten. Wir wollten eben jeden Tag Bananen fressen und nicht nur einmal im Jahr. Und dafür sind wir auf die Straße gegangen. Das wird als selbstverständlich gesehen. Jetzt bin ich sauer mit meinen Brüdern und Schwestern dort im Süden, wenn jetzt Leute kommen, die ähnliche Inspiration haben, hierher zu kommen, die einfach mal ein besseres Leben ohne Leid, Krieg und Elend wollen und deshalb hierher kommen. Und jetzt stelle ich mir das mal vor, wenn damals in Ungarn, als die Leute über die Botschaft geflohen wären, wenn auf einmal die Leute aus dem Osten hier gewesen wären und deren Heime angesteckt worden wären. Einfach mal so denken, was wäre dann passiert? Das frage ich meine Leute da unten in Sachsen. Wenn die über Ungarn in den Westen gingen, verfolgt werden würden, beschimpft worden wären, es waren halt Deutsche. Einfach mal drüber nachdenken. Man selbst wollte ein besseres Leben und hatte das Glück, dass das alles friedlich über die Bühne ging, 89. Heute gönnen diese Leute, die jetzt ein irgendwo Wohlstandsleben haben, anderen das nicht. Und das ist falsch. Muss ich ganz klar sagen, wer das hier nicht lesen kann, für unsere kurzsichtigen Freunde in der letzten Reihe: Waffenexporte bringen eben Flüchtlingsimporte. So einfach ist das. Wir sind viertgrößter Waffenexporteur, bis vor einem Jahr waren wir drittgrößter der Welt. Logisch, oder? Wenn ich Waffen verkaufe, dann kalkuliere ich neben meinem Milliardengewinn auch einen Haufen Tote, Leid, Elend und Opfer ein. Das sind dann so Kollateralschaden der Rüstungsindustrie. Naja, da sind halt ein paar Tote und ein völlig verwüstetes Land und Elend. Ja, aber das kann ja dann das Volk, der Steuerzahler, wieder
heimzahlen und sich darum kümmern. Ich fordere, dass die Waffen- und Rüstungsindustrie weltweit sich um alle elenden, verelendeten Menschen, Flüchtlinge etc. kümmert. Denn das ist ihre Schuld. Unter anderem ihre Schuld. Zweites Thema, ich will jetzt auch nicht zu lange labern. Zweites Thema, auch dort in den Nachrichten heute, habt ihr das vielleicht gehört, dass in Amerika seit heute oder gestern ein Gesetz durchging in Nordamerika, Dakota, glaube ich, Staat, wo Drohnen jetzt offiziell per Gesetz, die bis dato in ganz Amerika nur zu friedlichen Zwecken gebaut wurden, dürfen jetzt bewaffnet werden. Offiziell, das erste amerikanische Bundesland fängt wieder mal an. So ist es ja immer. Man fängt immer mit einem kleinen Land an, testet das dort, dann geht es in ganz Amerika los und dann schwappt das natürlich zu Frau von der Leyen, die uns irgendwelche Märchen erzählt, dass wir nur Pakete transportieren wollen mit den Drohnen. Natürlich ist das klar, dass alle Drohnen aufrüstbar sind in naher Zukunft. Und jetzt wird in Dakota getestet, dass diese Drohnen mit Tränengas, Gummigeschossen etc. offiziell genehmigt getestet werden. Es gibt eine Drohnen-Uni, also ein Lehrstuhl in Dakota, da kann man Drohnentechnik studieren. Habe ich heute alles gehört, heute in den Nachrichten. Also sprich, man bereitet dieses Land vor, zu testen, was man mit Drohnen gegen den Menschen alles machen kann. Wasserwerfer, Gummigeschosse, Tränengas wird jetzt als erstes angewendet. Aber natürlich sagt uns jetzt die Politik, nein, nein, Waffen und Sprengköpfe, das machen wir nicht. Sagt ja auch der Weihnachtsmann, ne? Du darfst das nicht machen. Und da wir ja alle gläubig sind und allen Scheiß fressen, der uns erzählt wird, glauben wir natürlich, dass diese Drohnen nur Pakete durch Deutschland fliegen. Wollt ihr uns verarschen? Dir ist schon klar, nein. Hast du nicht eine CD von dir irgendwo bei? Du musst doch wenigstens den Song spielen können und hier auf der Bühne stehen können. Nein, also wirklich, vor einem Jahr standen wir da hinten, sind alle gesprungen ja, und haben gesprungen. Also anders, wollt ihr ihn Single hören? Ja! Danke, mein Freund. Also, okay, dann rappe ich euch a cappella einen Song vor, den habe ich 97 geschrieben, 1997, da habe ich mir ja auch schon lange Gedanken gemacht. Mal sehen, ob ich das hinkriege. Und endlich tun wir mit, wollt ihr uns verarschen. Hältst du mal diesen aufgeblasenen? Danke. Jetzt los. Verflucht, warum zerbreche ich mir andauernd meinen Kopf, wenn ich draußen einen Penner sehe und es tropft. Der Speichel von dem Mund in seinen leeren Topf, während sich ein Fettsack ein Big Mac ins Maul stopft. Es ist gerade Weihnachtszeit, dazu schweinekalt. Es gibt kein Mitleid weit und breit, keiner macht dir Zeit. Kein Blick, die Leute gehen einfach stumm vorbei. Die Kreatur bleibt liegen, schaut mich an, ein stummer Schrei. Gleichgültigkeit regiert die Herzen, doch aufgepasst, Wahnsinn. Nach Gewissensbissen, Schmerzen folgt Schwachsinn. Und du wachst nicht auf aus dem Traum, denn Schuldgefühle begleiten dich durch die Zeit und den Raum. Ja, ich begreife es kaum, was da um uns geschieht, was man in Zeitungen liest und dann im Fernsehen sieht. Übers Verrecken, Schrecken, Siege, Kriege, Kinder schreien. Wenn's einen Gott gibt, dann wird der uns das niemals verzeihen. Ja, ich hab Angst, dass ein Kind in meine Augen schaut, weil es an die Zukunft glaubt, weil es mir vertraut. Doch ich weiß, jeder Sonnenstrahl zerstört die zarte Haut. Wir haben die Umwelt versaut und jede Hoffnung verbaut. Doch frage ich mich jetzt, warum da draußen jemand lacht, nur weil ein Typ wie ich sich mal ein paar Gedanken macht. Ich hasse Gleichgültigkeit, ich liebe Aufrichtigkeit. Ich werde alles daran setzen, sie zu ändern, die Zeit. Und wer mich auf der Straße sieht, der denkt, ich bin verrückt. Nur weil ich die Welt zerbrechen sehe, Stück für Stück. Dass ihr das nicht seht, es ist fast zu spät. Keiner merkt von euch, dass diese Welt zugrunde geht. Für den Frieden, die Hände in die Höhe. Für die Gerechtigkeit, die Hände in die Höhe. Für den Macher dieser bekloppten, wunderbaren Mahnwachen die Hände in die Höhe. Möge ein Friseur sich seiner annehmen. Dankeschön, Uwe. Uwe, willst du noch Werbung machen? Ja, ich mache Werbung fürs Blasen. Habe ich schon immer gemacht. Wer möchte, kann jetzt 20 Friedensluftballons aufblasen. Hier habe ich eine ganze Tüte. Also Kinder, egal wer gerne bläst, kommt jetzt hier nach vorne. Ah, eine Sache fällt mir ein, Killis sagt es gerade,
Bei Facebook haben wir Werbung gemacht. Du machst einen Videodreh, oder? Ja, genau. Ja. Genau. Am 12. Da fragt man ihn schon und er reagiert nicht drauf. Am 12.13. drehen wir das Video. Offizielles Video zu Wollt ihr uns verarschen? Einmal anstimmen hier. Wollt ihr uns verarschen? Alle. Wollt ihr uns verarschen? Wollt ihr uns verarschen? So ging das vor einem Jahr ab. Und dann warst du im Krankenhaus. Und dann war nicht ganz, aber. Fadenzerrung, ja. Richtig. Wollt ihr uns verarschen? Drehen wir in einem Kloster. Klostergut Gronau bei Wiesbaden. Schön im Wald, 2 Hektar Land. Genug Platz für mindestens 1000 Leute. Wir hoffen, dass wenigstens 100 kommen. Ihr seid alle eingeladen. Unterkunft kostet nichts. Wer ein bisschen Taschengeld mit hat, kann dem Besitzer von dem Kloster, der ist ja in der Mainzer Friedensbewegung, ein paar Euro zustecken. Riesig Platz. Party, wir sehen uns. Also ich werde auch versuchen da zu sagen, ich bin da. Ein Mann, ein Wort, viele Zeugen. Wer kommt, bitte, den bringt Leute mit, gute Laune mit. Das wird ein schöner Event. Es geht da nicht nur um den Videodreh, dass wir da rumspringen. Das wird ja von Freitag bis Sonntagabend, Montag können die Leute da bleiben sein. Wird also auch so ein Friedenscamp werden, wo wir diskutieren können, reden haben, andere Musiker sind da. Also wird ein fetter Event. Ist auch jetzt das Ende mit der Werbung? Wir haben einen harten Zeitplan. Und ansonsten kauft meine CDs und geht auf meine Konzerte. Ich will keine Werbung machen, aber jedenfalls. Wie heiße ich denn noch? Scheiße. Lieben Dank, Zielrebellen! Schön, dass ihr da seid und für den Frieden kämpft zusammen mit uns. Bevor wir weitermachen, will ich ganz kurz Danke sagen. Erstmal danke an euch alle, dass ihr hier seid. Und danke auch besonders an die Polizei, die heute wirklich großartige Arbeit leistet, die uns unterstützt. Ein Applaus für die Polizei. Ich meine, hey, die beschützen uns. Weit über das hinaus, was sie müssten. Und jetzt machen wir einmal Musik zum Auflockern. Sehr gerne. Und dann kommt Rüdiger Lenz. Sehr schön. Also, wer kommt denn jetzt? Die Bandbreite, Kill is More, wenn sie denn da sind. Auf einer Bühne. Ja, Wahnsinn. Riesenapplaus für die talentierten Musiker. Und danach Rüdiger Lenz. Viel Spaß. Ja, reicht. Wenn sie denn kommen. Da kommen sie. Ja, natürlich sind wir da. Ach, den kenne ich. Einen wunderschönen guten Abend, Berlin. Geht's euch gut? Ja! Wunderbar. Ja, bevor es mit den Einzelkünstlern losgeht. Oh, Killers braucht noch ein offenes Mikrofon. Welches Mikrofon? Ja. Dieses Mikrofon. Bevor wir also vereinzelt für euch musizieren, musizieren wir vereint. Was schreibst du noch den Text, Morgan? Ein wunderschönes Lied für Wandel und Veränderung haben wir geschrieben. Zu dritt, vor 1,5 Jahren, noch bevor es losging eigentlich. Es war ganz kurz vor den Mahnwachen, als hätten wir es gespürt. Genau. Und schon damals haben wir uns gefragt, das Gleiche, was wir uns jeden Tag fragen. Und zwar, wie können wir diese Welt verändern? Und wir sind zu der Antwort gekommen. Gar nichts, das bleibt eh alles gleich. Komm, spiel den Song. Oh. Gibt's so? Ja. Aha. Weil wir sind eh nur alle Einzelne, oder? Was soll ein Einzelner schon ändern? Also, ich glaub gar nichts. Ach, scheiß drauf, wisst ihr was? Scheiß auf den Song, ich erzähl euch was aus meinem Leben. Doch ich fress nun seit Jahren schon die ganze Scheiße aus dem Supermarkt. Vollgepackt mit Zusatzstoffen, Zucker oder Glutamat. Jede Woche 100 Mal auf dem Teller gut getan. Doch mir ist das alles scheißegal, wenn ich Hunger hab. Während das Kind an einer Plastikflasche nuckeln darf. 100 Mann, sich mit BPA in unser Blut gelangt. Wunderbar, und danach mit Aspartam zugetankt. Andere Sachen kenn ich nicht, davon erzählt kein Superstar. Sie fahren, es ist nicht gut, hier das Wasser zu trinken. Medikamente und Hormone und zählen zu den Sedimenten. Doch daran was zu ändern, liegt mir unglaublich fern. Ich soll mich anders ernähren, das hat mir niemand erklärt. Ich bin ein Niemand, wer fährt, mich dagegen zu wehren. Alles sagen, wie es ist, ist es gut so, yeah. Und ich glaub nie mehr der Alternativlosigkeit, denn mir wurden nie Alternativen gezeigt. Es bleibt gleich. Und es verändert sich, wenn du es ändern willst. Doch es ändert sich. Alles bleibt gleich. Und ich hemm die Angst, weil du denkst, dass ein Mensch nichts ändern kann. Alles bleibt gleich. Es verändert sich, wenn du nichts ändern willst. Es ändert sich, alles bleibt gleich. Weil du denkst, dass der Mensch nichts ändern kann. Aber
Opfer der Überwachungsstaat geht mir schon auf den Piss. Doch auf Facebook poste ich jeden Scheiß über mich. Was ich like, was ich klick, was ich teile oder nicht. Was ich meine und teile meine Geheimnisse mit. Poste heißeste Pics und Skype weiß, wie ich tick. Denn ich will mich zu zweit, doch wir sind eigentlich zu dritt. Sie schneiden heimlich mit über irgendein Satellit. Sie kreisen um mich und das mit meinem Einverständnis. Weil alles bleibt, wie es ist, verfahre ich weiterhin Sprit. Mit einer Technik, die heute fast schon steinzeitlich ist. Und nur der Monopolist macht auch noch Kohle damit. Und wer sich gegen das hier wehrt, bekommt eine Drohne geschickt. Dann wird der Boden gefickt und die Orgone ist gleich mit. Und dabei ist es ganz egal, wer der Oberste ist. Mich juckt es sowieso nicht, denn ich krieg sowas nicht mit. Wenn ich mit Cola und Chips vor Pro7 sitze, denn alles bleibt gleich. Und nichts verändert sich, wenn du nichts ändern willst, dann was ändert dich? Alles bleibt gleich. Und ich hemm die Angst, weil du denkst, dass der Mensch nichts ändern kann. Alles bleibt gleich. Und es verändert sich, wenn du nichts ändern willst, dann was ändert sich? Alles bleibt gleich, 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 gleich. Weil du denkst, dass der Mensch nichts ändern kann. Alles bleibt so, wie es ist, ob der Kreuz bei Schwarz oder Roten ist. Weil die Politik nur Lobbyist, deiner Lobbyist. Es zählt nur, wie hoch für mich die Abgabenquote ist. Und was mich stinkt, teile ich nur in Stammtischparolen. Und es bringt auch nichts, wenn ich's auf die Straße trag. Was ich sag, landet ja im medialen Massengrad. Veränderung ist Illusion, die keiner erreicht. Ich finde mich wie alle damit ab, alles bleibt gleich. Aber nein, so muss es nicht sein. Denn Veränderung, die wächst im Kleinen. Und wenn der Samen kam, springt der Bauern auch aus härtesten Stein. Und es ist an der Zeit, in der Wirklichkeit, wir sind nicht allein. Nein, du bist nicht allein. Nein, nein, du bist nicht allein. Nichts bleibt gleich. Und es verändert sich, wenn du was ändern willst, dann verändert dich. Nichts bleibt gleich. Nimm dir selbst die Angst, weil du weißt, dass ein Mensch was ändern kann. Nichts bleibt gleich. Und es verändert sich, wenn du was ändern willst, dann verändert dich. Nichts bleibt gleich, 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 gleich. Weil du weißt, dass ein Mensch was ändern kann. Dankeschön, Berlin! Dankeschön! Lieben Dank, ihr Lieben! Sie werden sicherlich im Laufe des Abends nochmal wieder auf die Bühne kommen.